ratet mal, was heute für ein Tag ist. Ja, der 8. März und heute habe ich Geburtstag. Und ich habe mir heute schon den ganzen Morgen aufgeräumt und so ein bisschen einen Kaffeetisch gedeckt. Sieht natürlich nicht so toll aus, weil ich keine zusammenpassenden Sachen habe, keine Tischdecke, ungefähr gar nichts. Mein Freund ist auch da. Hi. Jetzt fahren wir gleich zu meinen Eltern und dann kriege ich vielleicht noch das ein oder andere Geschenk. Und dann essen wir gleich Hot Pot, weil meine Schwägerin ist Chinesin und da machen wir einfach so ein typisches chinesisches Essen. Das nennt sich Hot Pot, werde ich euch gleich einfach mal zeigen. Das ist auf jeden Fall immer ganz cool und auch lecker. Und jetzt kann ich euch ja mal eben zeigen, was mein Freund mir denn schon so geschenkt hat. Und zum einen ist das dieses Parfüm, das kommt aber eher von seiner Mutter, aber das hat er mir halt schon mitgebracht. Das riecht total gut, das ist von DKNY, welches ist das denn genau? Golden Delicious vielleicht. Oh, und dann habe ich noch was anderes bekommen, richtig cool. Und zwar Konzerttickets für, Achtung, Ariana Grande! Yay! Ja, wann ist das? 13. Juni um 19 Uhr gehe ich dann auf das Konzert in der Lanxess Arena in Köln zu Ariana Grande. Auf jeden Fall richtig cool. Danke, Maus. Ach, du bist doof. Heute ist echt der schönste Tag des Jahres. Richtig warm. Ich glaube, heute sollen so irgendwie bis 15, 18 Grad oder so werden. Richtig schön. Ich glaube, das liegt eigentlich nur daran, weil ich heute Geburtstag habe wahrscheinlich, oder? Natürlich. Warum auch sonst? Ja, richtig schön herrlich. Ja, und jetzt fahren wir erstmal zu meinen Eltern und mein Handy klingelt durchgehend. Was geht? Ach so, ich habe übrigens eine neue Handyhülle. Ist die nicht süß? Die erinnert mich total an Frühling und passt jetzt heute perfekt zum Wetter. Jetzt ist aber mal gut hier. Was ist denn da? Twitter. So, ich habe jetzt gerade eine Tüte gekriegt von meinen Eltern, die ich jetzt wahrscheinlich noch nicht mal aufkriege. So, hier seht ihr jetzt. Papi muss noch die Kerze für dich anmachen. Hier seht ihr jetzt unseren Hotpot-Tisch. Das ist einfach nur sowas ähnliches wie Fondue, würde ich sagen. Hier ist so eine Suppe, sage ich mal. Das ist so Wasser mit Gewürzen und so weiter. Und dann steckt man so die verschiedenen Sachen da immer rein. Zum Beispiel so Fleisch und das ist dann so eine Paste und Koriander, Tofu, Gemüse und so weiter. Das ist echt ganz lecker. Ist das meine Geburtstagskerze? Ja. Sie wissen eine. Stimmt. Ich hab nichts gesagt. Vorsicht, der wird gerade gefüllt. Ich merke nur, dass ich... Das letzte Mal hatte ich gevloggt an meinem Geburtstag und dann habe ich es leider irgendwie nicht mehr so richtig hinbekommen. Ich weiß auch nicht, meine Familie war halt da und wir haben dann noch Kaffee getrunken und dann habe ich es auch ehrlich gesagt einfach vergessen. Jetzt haben wir schon wieder einige Tage später, ich hatte ja am Sonntag Geburtstag und jetzt haben wir schon wieder Freitag und heute feiere ich so ein bisschen mit meinen Freundinnen und Freundinnen. Was heißt feiern? Wir machen halt so ein bisschen Essen zusammen. Und zwar gibt es heute Burger. Ich habe schon mal einiges vorbereitet. Nichts besonders Großes oder so. Aber ich wollte trotzdem noch ein bisschen vloggen, weil ich eigentlich gerne einen Geburtstagsvlog machen wollte. Aber wie gesagt, ich habe es irgendwie nicht so ganz hingekriegt. Aber ich hoffe einfach, dass ich vielleicht heute noch so ein bisschen was filmen kann. Ist halt immer ein bisschen doof, wenn andere Leute dabei sind. Das fühlt sich an wie ein Glas. Das ist eine Kerze. Erdbeer? Granatapfel. Das riecht sowas von einer Erdbeer. Ich finde die richtig geil. Ja. Ein bisschen wie Kaugummi. So, jetzt mache ich hier das... Nein, das ist ja aus Hongkong da. Darf ich nie das ganz gerade aufmachen? Okay, dann mach ich das Größte auf. Oh, oh. Oh, das Größte. Was ist das? Aber für meine Hausschuhe, oder? Ja, echt Lammfellhausschuhe. Oh, jawoll. Ich habe extra Einlagen reingemacht. Ich hoffe, die passen. Wir haben schon extra Schuhgröße 35 genommen. Können wir die aussehen? Du siehst aus wie ein Yeti.
Aber die waren richtig geil. Oh, ja, die halten bestimmt gut warm. Passen die denn? Weil wenn die nicht passen, aber irgendwie ist das Laufen nicht laufen. Ich kann nicht laufen. Kannst nicht mitlaufen? Na, brauche ich ja nicht. Ich brauche ja nur sitzen. Ja, Outfit of the Day. So, was haben wir hier? Wir brauchen noch eine Vase. Ja, ich habe ja keine. Blümchen gab's auch. Ich habe schon die Blumen im Glas stehen. Sind die von David? Ja. Oh, David, du hast ja aber diesmal richtig viel Glück gegeben. Ist das der Rockkonzert? Oh, wie cool! Da hast du ja mal gesagt, du wolltest mal rein. Ja, danke! Das ist das Rouge, aber wie schön! Geil! Dankeschön! So, darf ich jetzt das kleine Ding hier aufmachen? Ja! Also, Glücksblumen oder so? Ja! Und Blumen! Dankeschön! Oh, nie essen, es gibt alles. Hat sich schon gefühlt. Hallo! Vloggst du für mich? Ja, ich vlogge. Mach mal Gläser. Ich hab keine Sektgläser. Das muss man halt in Biergläser tun. Broken out of manger, and I keep you sheltered from the storm that's raging all home. But now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you get down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind, and I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Now, I love your head like that. The way it falls on the side of your neck, down your shoulders and back. We are surrounded by all of these lies and people talking too much. And so in love, so in love, so in love, in love, so in love. And you, yeah, and darling, loom, yeah, over me. And so in Yeah.